Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Railroads Online, wo ich, weil ich mich in dieses Spiel wirklich verliebt habe und je mehr ich hier in diesem Spiel bin, desto mehr passiert das, weil es ist einfach so immersiv, immersive, wie auch immer du es nennen willst. Ich habe jede Menge neue Strecken verlegt, um zu probieren, wieder abgerissen, neu probiert, um zu probieren, wieder abgerissen. Zunächst aber müssen wir ein bisschen Geld verdienen. Also wir gucken mal kurz hier auf die Seite. 1510 XP. Unser Kapital ist bei 2000. Und ich weiß gar nicht, ob, wenn wir jetzt hier abliefern, dafür auch Geld bekommen. Und ihr seht, das hatte ich beim letzten Mal falsch gemacht. Wenn wir hier nämlich gucken, da sehen wir, da würden wir nach dahin abladen. So wollen wir natürlich in den See abladen. Und da gucken wir mal, ob wir für dieses Abladen auch schon Geld bekommen. Jawohl, bekommen wir. Wir müssen uns dann überlegen, ob wir die gute Betsy dann so ein bisschen aufrüsten. Und die andere Frage ist, wie lange brauchen jetzt eigentlich die Sachen hier hinten, um produziert zu werden? Weil dann könnten wir direkt was mit zum Verkaufen nehmen, denn diese Strecke habe ich mittlerweile auch schon angelegt. Ein Bauholz und ein Balken. Ich glaube, wir können die aber gar nicht transportieren auf dem Wagen, den wir gegenwärtig haben, ne? Da bin ich gar nicht mal so sicher. Lülülü. Wir gucken mal. Wir haben aktuell diesen, jenen, welchen. Da sagt er Lok und Steelpipe. Lamba. Wir werden wahrscheinlich so einen Wagen brauchen, ne? Zum Transportieren. Habe ich die richtige Playlist überhaupt an? Ah, bestimmt. Sind es auf jeden Fall nicht. Genau. Ja, also pass auf, dann würde ich folgendes vorstellen. Wir nehmen einfach mal was mit und gucken uns mal an, was dann passiert. Beziehungsweise wir fahren zurück. Denn ich würde gerne einen weiteren Wagen, dass wir uns den gönnen. Ich zeige euch erstmal, was ich gemacht habe. Oder? Hm. Also ihr seht schon hier hinten. Diese ganze Strecke hier habe ich wieder gebaut. Und zwar geht die hier. Wir können auch mal eben kurz. Ich glaube, ich werde die lassen. Deswegen mal schon mal die Bäume hier wegsägen. Diese Strecke habe ich gebaut, weil jetzt mal ganz ehrlich, ungefähr 90% der Strecke von hier vorne zum Säge, zum Förster, zum Baumfellgerät, ist Brücke. 90% würde ich sagen. Vielleicht 80. Und das, sehr verehrte Damen und Herren, bei so einem immersiven Spiel wie diesem hier, ist, wie ich finde, auf jeden Fall zu viel. Deswegen habe ich hier mal versucht, und die Betonung liegt auf versucht, von 80% auf, sagen wir mal, 20% Brückennutzung runterzukommen. Und das hier, was ihr seht, ist mein Serviervorschlag. Viele gerade Stücke, wo wir einfach so gerade hier durchfahren können. Und ich habe heute Morgen übrigens hier, ihr seht da schon, sehr, sehr, sehr viel Kaffee getrunken, weswegen ich hier jetzt ein bisschen schneller unterwegs bin. Das soll ein bisschen das Gameplay beschleunigen, was ihr hier seht. Und ihr seht, ich habe sehr großes Augenmerk drauf gelegt, dass wir hier relativ gerade das Gelände ausnutzen. Ja, dass wir also eine sehr schöne Strecke haben, die hier sich am Gelände anschmiegt. Und ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, wollen wir diese neue Strecke in Betrieb nehmen oder wollen wir weiterhin über die alte Brücke fahren? Wir müssen im Moment noch über die alte Brücke fahren, weil ihr seht, die beiden Strecken kollidieren miteinander. Das heißt, im Prinzip können wir die hier noch gar nicht nutzen. Ich versuche mal eben hier durchzukommen. So. Irgendwas ist mit der Playlist komisch. Naja. So, pass auf. Und das einzige Stück Brücke, was wir hier auf dieser Strecke haben, ist dieses hier. Weil wir hier einen gewissen großen Höhenunterschied bewegen müssen. Und ich sehe im Moment nicht, wie wir den schaffen können, ohne dass wir hier so ein bisschen Brücke nutzen. So, warte mal. Kommen wir hier wieder hoch. Sehr gut. Vielleicht auch noch. So, also das hier ist jetzt quasi der Brückenabschnitt, den wir hier haben. Und ich würde mal so sagen, von hier, wir könnten hier noch einen Wall machen, das ginge alles. Und dass man dann hier so auf so eine Brücke übergeht, dann hier wieder einen Wall machen, das geht alles. Und dann kommt man hier wirklich auch beim Sägewerk raus, und zwar von hinten. Ich habe mich entschieden, hier einen Bogen zu fahren. Der geht einmal hier rum und dann kommen wir von der anderen Seite ins Sägewerk reingefahren. Also wir könnten diese Strecke nutzen. Sie kreuzt die andere müssten wir wegbauen.
Keine Ahnung, wie ihr das seht. Ich würde mal sagen, vom Design und landschaftstechnischen gefällt mir die andere Strecke besser. Wir gucken uns nochmal die hier an. Also hier sind wir im Prinzip, ihr seht es schon hier, Brücke, 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 Brücke. Übrigens habe ich auch an dieser Strecke noch weiter optimiert und ich habe eine Ausstechstrecke schon mal gebaut, wenn wir demnächst dann weitere Industrien anschließen wollen. Aber wir müssen natürlich erstmal ein bisschen Geld verdienen. Das ist erstmal, Also ich finde, das schlängelt sich hier so durch. Das ist schon irgendwie schön. Aber wie gesagt, schreibt das gerne mal in die Kommentare, wie da eure Meinung ist. Da bin ich natürlich sehr, sehr gespannt, wie ihr da entscheidet. Und ja, das andere, was ich noch geändert habe, ist hier. Das habe ich nochmal geändert. Ihr seht, hier lief früher die Strecke her, so ungefähr. Sieht man noch, wo die Bäume weg sind. Ja. Und das ist alles weiter rübergerückt und dem Gelände nachempfunden und geht hier nicht so steil hoch. Dann geht das hier vorne schon, also vorher ging das hier oben her. Da seht ihr noch die alte Strecke, sehr steil. Und ich habe das jetzt umgelegt nach hier, damit wir auch hier ein bisschen mehr dem Gelände folgen. Und dann geht es hier über die Brücke rein. Und ebenfalls habe ich fertig das Abliefergleis. Jetzt würde ich vorschlagen, wir machen Folgendes. Wir kaufen uns... Was kosten die denn überhaupt? Ich muss noch mal eben kurz gucken. Zwei neue Wagen. Ich würde auch mal kurz noch den Baum hier wegsägen. Einmal kaufen wir noch einen weiteren Stämmewagen und dann kaufen wir einen Kombiwagen, mit dem wir dann die anderen Hölzer mitnehmen können auf dem Rückweg. Das wäre jetzt so mein Serviervorschlag für diese ganze Geschichte. Wir gucken erstmal, wie es Betsy geht. Was ist denn los, Betsy? Lass mich mal gucken hier. Lass mich noch mal gucken, Betsy. So, lass mich mal da reingucken. Ja, das sieht nicht gut aus. Das sieht schon besser aus. So, meine Gute. Da kannst du schon ein bisschen vorheizen. Und wir gucken noch mal. Was würden wir uns denn... Huch, was würden wir jetzt denn holen? Wir würden uns holen... Hiervon noch einen. Kostet 300. Wie nennen wir denn unsere... Garda Rail haben wir die immer genannt, ne? Ich weiß nicht, wo der Name dann auftaucht. Ja, genau, der taucht hier auf. Garda Rail 002. Nee, das wird zu viel. Die Paints würde ich einfach mal so in dem Stil lassen, weil wir haben auch die Brückenkonstruktion so. Das wäre dann ein weiteres Flatcar. Und dann würde ich zusätzlich... Das hier müsste doch eigentlich dann Cordwood und Oil Barrels. Puh, welcher ist denn jetzt richtig? Also von denen hier ist es ja sicherlich keiner. Raw Iron Rail Beams. Ich würde einfach mal sagen, wir probieren das mal. Weil wir sind ja hier im Probiermodus. So. Genau. Ja, dann würde ich sagen, wenn Madame Betsy dann bereit ist, können wir direkt schon mal die neuen Wagen abholen. Das ist die Frage, wie wir die ankoppeln, weil Betsy ist ja jetzt verkehrt rum, ne? Wie machen wir das denn? Dann müssten wir jetzt eigentlich fast doch einmal eine neue Strecke fahren, um einfach Betsy einmal komplett zu drehen. Oder wir müssen nochmal unser Drehgestell hier, unser Drehgestell nutzen. Wir können gegebenenfalls sogar den ganzen Zug drehen, weil der ist ja noch so kurz. Warte mal.
ein bisschen mit dem Hebel arbeiten. Wie war denn das dann? Haben da wirklich da Leute dran gestanden und von Hand die Lok bewegt oder was? Ernsthaft? Hey, ich vorstellen. Hey, ich. Reicht das? Nee, ist zu lang, ne? Ja, es ist zu lang. Warte mal, ich bin jetzt total verwirrt. Wir müssen ja jetzt... Das geht so gar nicht, ne? Wir brauchen quasi eine Schleife, die hier wieder reinführt, damit wir einmal rumfahren können. Hier. Wollen wir es wagen, das zu bauen? Wir machen einfach mal, komm. Ja, das ist ja auch so ein bisschen wie Minecraft, ne? Einfach 100.000 Mal abreißen und wieder neu bauen. Gehört ja irgendwie, glaube ich, hier auch dazu. So, dann machen wir den hier. Dann so. Gucken, dass der möglichst gerade hier ankommt. Ja, würde ich so lassen. So, dann soll der hier reinfahren und da rausfahren. Das heißt, der hier muss nach da. Genau. Der hier muss nach da. Oh mein Gott. Und der hier muss nach da. Und alleine sowas, ne, dass wir das in der Welt umstellen müssen. Und das ist so gut. Das ist einfach so gut. So, dann müssen wir jetzt hier irgendwie nochmal abzweigen. Wir machen das einfach mal. Können wir ja ruhig hier vorne schon sofort dran bauen. Ist ja nur... Wir sind ja gerade in so einer Experimentierphase, ne? Das hat man schon mal, wenn man so ganz frisch... ne? Weiß ja Bescheid. Da kann man ja auch mal experimentieren, ne? So. Sieht doch gut aus. Man könnte meinen, ich hätte schon ein paar mehr Schienen jetzt verlegt, ne? Das sieht so ein bisschen routinierter aus als in den ersten Folgen. Ja, ich glaube, das wird hier eine Wahne Achterbahn. Eine Wahne vor allen Dingen hier, ne? Sauerländer und so. So. Kann man, glaube ich, so lassen. Kann man so anbieten. So ein bisschen freischneiden hier. Genau. Dann müssen wir da lang. Genau, dann müssen wir mit Betsy jetzt einmal rückwärts fahren, damit wir unten am Bahnhof die Wagen wieder anhängen können. Und das hat auch den Vorteil, dass wir jetzt probieren können, ob die Betsy die Sachen auf dem Flachwagen hier müsste sein. Eigentlich müsste sie alles transportieren können. Andererseits natürlich sind ja hier diese U-Profile da drauf. Die eigentlich dagegen sprechen. So, Boiler Pressure ist da. Let go. Lieber so rum. So, da fährt die gute Betsy zum ersten Mal jetzt auch nochmal dahin um die Kurve rum. Das haben wir auch nicht gemacht. Und dann schauen wir mal. Ist das Tool, von dem ich sprach, wo man die Strecken ein bisschen begradigen kann, funktioniert gar nicht mehr. Das ist ein bisschen blöd. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich selber gucken, dass wir die ganzen Sachen schön gerade hinbekommen. Dann würden die Streckendinger hier wahrscheinlich auch nicht so hin und her ruppeln. Halt an! So, pass auf, wir gucken einfach, ob es geht. Wenn das jetzt nicht geht, werden wir es wahrscheinlich verbraucht haben, ne? Ist er noch ein bisschen vor? Schwer zu sagen. Da musste ich gerade einmal kurz niesen, ist wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Ich denke mal, das wird nicht gehen. Wahrscheinlich verschwenden wir jetzt sogar ein Holz, aber wir gucken mal. So, Faktor ist übrigens 6 Holz, gibt 6 Bauholz und 6 Balken. Ja, es geht nicht. Und es ist im Nirvana verschwunden. Gut. Nein, Betsy, du kannst nichts dafür, ne? Das war mein Fehler. Hör auf!
Wieso hört der nicht auf? Halt! So, hängt er noch an? Ja. Okay. Gut, dann fahren wir mal auf die neue Strecke. Die alte Strecke ist, im Prinzip. Und dann zeige ich euch mal den, was wir hier noch alles neu haben. Denn ich habe ja hier noch ein bisschen weiter gebaut. Hoffentlich geht das alles gut hier mit den Weichen. Und dann fahren wir zum ersten Mal auch über diese neue Strecke, die ich hier gebaut habe. Die habe ich noch nicht getestet. Ah, es funktioniert. Sehr gut. Ah, ist das schön. Steigung und so, merkt man. Und wie schön das auch hier in dieser Landschaft ist. Ich meine, natürlich ist es klar, ne? Die Bäume sind ein bisschen eintönig und so weiter. Easy. Gehe ich mit. Und hier geht es wahrscheinlich auch ein bisschen steil runter und ich weiß nicht, ob wir die Weichen da unten richtig gestellt haben. Und jetzt geht es erstmal dran, dass wir wirklich ein bisschen Geld verdienen und das fliegt uns auch nicht zu, ne? Das finde ich auch gut. So, was sagt denn die Weiche? Sieht gut aus. Okay, sieht gut aus. Ja, dann hier. Ich bin mir noch nicht so schlüssig. Auch das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob wir auf solchen freien Streckenabschnitten, wie wir sie hier haben, ob wir da... Weiche steht richtig, genau. Ob wir da... Achso, genau, das ist das Ausstechgleis hier. Wenn wir irgendwann da oben mal Richtung... was ist das? Erzbergwerk oder was? Keine Ahnung. Schmelze? Keine Ahnung. Wenn wir da mal irgendwann hinwollen würden, würden wir von hier aus auch dann direkt ein Gleis da hochlegen können. Oder haben dann schon mal direkt eins da hochgelegt. Das war hier mein Ansinnen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wo die Wagen eigentlich sind. Ob wir die jetzt da unten nochmal aufgleisen müssen, ob die da schon stehen. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube aber auch, wir haben noch nicht alle Gleise da rangepackt, ne? Lass uns auch nochmal gucken. So, und hier würden wir jetzt theoretisch... Wollen wir da hinfahren? Weil das ist... Das ja, lass uns mal da hinfahren, weil ich wollte von dem Lagerbahnhof versuchen, also von unserem Verkaufspunkt versuchen, hinten unser Depot wieder anzuschließen. Aber ich zeige euch erstmal, was ich hier gebaut habe. Also hier verkaufen wir unsere Produkte und da habe ich jetzt den Bahnsteig hier angehoben. Ja, seht ihr schon? Ich dachte mir, das sieht ganz gut aus. Und wenn wir jetzt, wenn die gute Betsy die Sachen mitgenommen hätte, dann könnten wir hier auch schon die ersten Sachen verkaufen. Genau. Die Frage ist, können wir irgendwie... Genau, hier sind die Wagen geliefert worden, sehr gut. Aber kommen wir irgendwie von hier... dahin? Nee, ne? Nee, das ist zu weit. Hier würden wir dann wahrscheinlich längere Züge anschließen, die von da kommen. Da geht es ja auch nochmal weiter. Gut, Betsy, wir müssen nochmal... Betsy, wir fahren. Hier sind wir offenbar noch nicht erwünscht, Betsy. Wir gehen. So, warte mal. So. Genau, wir holen uns jetzt mal eben die neuen Wagen ab. Koppeln die schon mal an. Und da bin ich natürlich gespannt, ob wir die dann auch ziehen können, ne? Ich muss den hier übrigens noch editieren, über einen Safe-Game-Editor, dass der auch die gleiche Garda-Rail-Beschriftungsding hat und so. Müssten wir nicht eigentlich dann auch zwei Wagen von den... Ich weiß nicht, wie viel auf die anderen Wagen drauf geht halt, ne? Das müssen wir mal testen. So, hier, da müssen wir einmal hier rum. Zack. Und dann... zurück. Diesmal zum Depot. Ja, beim Depot habe ich mir auch schon so ein paar Gedanken gemacht, wie wir das da möglicherweise gestalten können. Wenn du jetzt sagst, hey, sieht ja wirklich cool aus zum Tag, wo ich aufnehme, beziehungsweise schon der zweite Tag, wo ich aufnehme,
10% sparen bei unserem Partner Games Planet. Vielen lieben Dank. Ja, Key im Keyshop kaufen ist ja immer so eine Vertrauenssache. Ich habe das Spiel daher. Es war 2 Minuten später, war es in meiner, bei der Key meiner E-Mail. Ich wollte gerade sagen Post. Und ja. Mal. Und damit unterstützt du natürlich auch meinen Kanal. Und wenn du mich noch weiter unterstützen willst, Garderobe Plus ist the way to go. Da seht ihr alle Folgen natürlich sofort am Stück. Sobald ich aufgenommen habe und gerendert habe und hochgeladen auf Garderobe Plus, seht ihr sie dort. So, Weiche steht. Ja, habe ich noch vergessen. Wir müssen natürlich erstmal hier die Haken und so dran machen. Oh, das sieht aber so von den Texturen und so, ne? Das ist richtig gut, oder? Das kann man, glaube ich, schon mal konstatieren. Würde ich mal so sagen. Das ist richtig gut. Aber es ist natürlich, das ist so ein Liebhaberspiel. Aber genau solche Spiele mag ich hier in meinem Kanal haben. Ihr erinnert euch vielleicht an meinen sehr umfangreichen Community-Post zum Thema, wie geht's hier im Kanal weiter und wenn ja, wie viele? Und, da ist das ja auch so ein bisschen so ein Ding, ne? Das ist jetzt die 5670. Folge von Irgendwas aufnehmen. Oder wir entdecken jetzt mal sowas hier. Das ist, da sage ich nicht nein. So, ist haben natürlich eine etwas durcheinandere Wagenreihung. Da kann ich jetzt auch nichts für. Und dann würde ich sagen, wir machen in der nächsten Folge wirklich jetzt mal richtig ordentlich Fahrtendienst, sodass wir ein paar Meter zurücklegen. Warum war denn das so lang? Achso, ich habe die Bremsen noch angezogen, ne? Ja. Auch die Geräusche, cool. So, warte mal, Bremse. Lösen. Autsch. Und jetzt stell dir das mit Multiplayer vor. Wie gesagt, MMO finde ich für dieses... Ich finde es zu viel für das Spiel. Aber wie viele Leute können 128 oder was? Oder 64 oder so? Ja, ja, I see, wäre sehr kampfrum. So, ja, da würde ich Folgendes vorschlagen. Wir machen hier einen kleinen Cut und in der nächsten Folge werden wir mit Betsy und 2 Wagen ordentlich Dienst machen. Ich freue mich drauf. Bis zur nächsten Folge. Lasst gerne einen Kommentar da, wenn ihr es selber auch checken wollt. Link in der Videobeschreibung. Und auch zu Garderobe Plus, wo du weitere Folgen jetzt schon sehen kannst. Tschüss!